Aus diesem Lokal, was heißt Lokal, man sagt Pommesbude und sagt dann zu uns, Eule arbeitet heute nicht, weil ich immer zu einer Frau in Eule gerufen habe. Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und jetzt zeige ich euch die Bilder, mit denen ich so viel verbinde. Ja, dazu müssen wir erstmal hier entlang gehen. Da. Der Campingplatz in Schönhagen. Den gibt es nicht mehr. Leider ist er geschlossen worden. Und genau da, ja, haben wir gesessen. Und was haben wir da gemacht? Eule, Eule. Kommt der Kellner raus? Da aus diesem Lokal, was heißt Lokal? Man sagt Pommesbude. Und sagt dann zu uns, Eule arbeitet heute nicht, weil ich immer zu einer Frau in Eule gerufen habe. Und da mit diesem Bild verbinde ich natürlich sehr, sehr viel. Da habe ich auch einiges erlebt auf dieser Bank. Und da hinten ist so ein Restaurant, wo im Prinzip eine Tür da ist und eine Tür da ist. Aber auf der anderen Seite, ja, im Prinzip kommt man von da rein. Da, wo die Bank ist, hier ist das Restauranteingang, da kommt man hier so rein und kann direkt da wieder rausgehen. So, und im Prinzip fährt man dann, könnte man da so reinfahren. Und weil es offen war, jetzt Stelle zeige ich euch, man kommt hier von der Bank aus, fährt da rein, kann gerade ins Restaurant gehen oder hier direkt rein und sofort wieder raus. Das ist im Prinzip das mit der Tür, was ich damit meine. Man fährt im Prinzip um die Ecke und ja, man muss sich vorstellen, hier ist eine Tür, also hier kann man sich das gut vorstellen. Hier ist eine Tür, wo man zu einem Restaurant so reinkommt und da auf der anderen Seite direkt auch wieder eine Tür. So, und dies ist so eine Schikane sozusagen mit so einem, wie sagt man, mit so einem Pfosten, ja, Türpfosten. Und den habe ich halt als einziger gut gefahren und deswegen hat man mich Schummi genannt. Und jetzt zu einem zweiten Bild, womit ich sehr viel verbinde. Das aus der ZDF Landarzt, die Brücke. Ja, und weil ich da oft war, da wo diese Fernsehserie Der Landarzt gedreht worden ist, hier sehen wir noch das Landarzthaus und so weiter, da war ich auch schon drin in diesem Restaurant. Das Restaurant ist dies hier. Ja, und natürlich die Kirche aus der Landarzt. Und die Serie heißt Im wahren Leben heißt die Stadt Kappeln, Kappeln an der Schlei, ja, und an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Ja, jedenfalls verbinde ich damit sehr viel und deswegen, ja, und jetzt noch die Titanic. Warum ich mit dem Bild auch viel verbinde, ist die Musik zu Titanic, My Heart Will Go On. Und jetzt zeige ich euch noch was, bevor es hier zu meinen Jubeln geht. Denn heute hat Werder Bremen gewonnen und ist im Halbfinale von DFB-Pokal. Die haben ja heute gegen Regensburg gespielt und haben 1-0 gewonnen. Ja! Naja, darum ja auch mein Verein. Timmy, ich grüße dich. Ja, mein Hund Timmy, der 2015 gestorben ist, was schade ist.
aber er hat mitgefiebert im Himmel und hat Bremen zum Sieg verholfen. Ja, ich bedanke mich an allen Zuschauern und mache für heute Schluss und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid, hier zu machen am Abend der brandneuen Folge. Seid dabei, habt Spaß und was ich euch auch nochmal auf den Weg geben möchte und euch auch nochmal sagen möchte, ihr Fans da draußen seid klasse, das wisst ihr, aber eins möchte ich euch noch sagen. Lasst es euch echt gut gehen. Denn ihr da draußen seid echt klasse. Und wenn ihr dieses Video teilen würdet auf euren Instagram-Kanal als Link, den Link könnt ihr gerne teilen, um ja, dass ich noch mehr Fans bekomme. Und ich möchte sagen, trotzdem danke und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen zu machen am Abend, was sich natürlich viele Leute gewünscht haben. Und jetzt gebe ich ab, ja, in den Abspann. Bis dahin und ciao.